Auch wenn hier ein Champions-League-Finalist zu sehen ist. Bei einigen Gesichtern muss man zweimal überlegen. Mit Juventus steht eine Mannschaft im Endspiel, mit der kaum einer gerechnet hatte. Die Italiener sind Außenseiter gegen Barca. Dabei können sie als frischgebackener Doublesieger den ganz großen Triumph erreichen. Das Triple. Wir haben die Chance, Fußballgeschichte zu schreiben und Vereinsgeschichte. Wir wussten, dass es nicht einfach werden würde, das Finale zu erreichen. Und jetzt wissen wir nicht mal, ob wir es jemals wieder erreichen werden. Deshalb werden wir alles geben. Viele hatten den italienischen Fußball und damit auch Juve auf europäischer Ebene längst abgeschrieben. Durch den Zwangsabstieg der Mannschaft im Jahr 2006, dazu diverse Champions-League-Spielzeiten ohne größere italienische Erfolge, verschwand das Land immer mehr von der Fußballlandkarte. Aber Juve hat sich wieder herangekämpft. Zuletzt viermal in Folge Meister, in diesem Jahr sogar Pokalsieger. Bisher. Lassen Sie mich mit der größten Stärke beginnen. Juventus hat Charakter und Technik. Und das Selbstvertrauen der Mannschaft ist stark gewachsen. Das wiederum macht mich zuversichtlich bei den Vorbereitungen aufs Finale. Zuversichtlich macht auch die Zusammenstellung der Mannschaft. Viel gewohnte italienische Cleverness, aber ebenso ein hohes Tempo in der Offensive. Neben erfahrenen Spielern wie Pirlo oder Buffon gibt es viele jüngere Hoffnungsträger wie Vidal oder Pogba. Dazu eine Abwehr, an der schon so mancher Gegner gescheitert ist. Also ein Team, das nicht zu unterschätzen ist, wie einer erzählt, der es wissen muss. Ich habe enormen Respekt vor Juventus Turin. Wir durften ja selbst gegen sie spielen. Das ist wirklich eine klasse Mannschaft mit einer tollen Defensive und mit vorne wirklich richtigen Top-Stürmern auch, mit Tevez und Morata. Und es war brutal schwer gegen sie. Also wenn man mal selbst gegen sie gespielt hat, dann weiß man viel mehr um die Klasse von Juventus, als wenn man sie jetzt vom Fernseher beobachtet. Lange Zeit etwas unter dem Radar, jetzt im Blickpunkt. Der letzte Champions-League-Erfolg 1996 ist lange her. Jetzt könnte es wieder soweit sein. Aber anders als damals hätte diesmal kaum einer auf Juve gesetzt.